Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute The Room 2, gehen direkt ins neue Spiel rein und schauen mal, was uns da so erwartet. Ein Tisch. Tutorial, klicke zum Beginn. Klicke und ziehe die Maus, um dich umzusehen. Hammer. Doppelklick auf die Notiz. Es ist wie im ersten Teil, wie man sieht. Die Linse ist kaputt. Das musste ich aber im ersten Teil suchen. Okay. Zoome weiter heraus, um den Rest zu sehen. Doppelklick auf die Runde-Kiste. Es ist wie im ersten Teil, wie man sieht. Drücke den Knopf. So, ein Puzzle erscheint, als ließe sich einige der Objekte verschieben. Ich muss mal ganz kurz. Optionen. Lautstärke. Boah. 4. Kann noch um eins höher. Die Musik wird dann natürlich wieder ein bisschen lauter werden. Da werde ich natürlich meine Klappe halten. Ne? Sonst versteht man mich überhaupt nicht. So, ein Puzzle. Es scheint, als ließe sich einige Objekte verschieben. Ja. Man erkennt es natürlich hier schon. So. Da haben wir die Linse. Nice. Ein Fingerabdruck. Abdruck. So. Ja. Klick auf den Fingerabdruck. Okay. Du solltest versuchen herauszufinden, wo dieses Teil einzusetzen ist. Geht. Dann gehen wir doch mal hier nach hinten, würde ich sagen. Ne, hier nicht. Rückseite ist ein Sechskant. Passt also hier schon mal nirgendwo rein. Okay. Also muss es ja doch hier sein. Oh, das sehen aus wie nordische Runen. Nice. Ich muss gar nichts mehr sagen. Okay. Wie im ersten Teil bei The Room 1. Wer das lesen möchte, bitte auf Pause drücken. Ich werde das nicht alles durchlesen. Ne? Hier unten. Ne? Da haben wir was. Nee, hä? Was? Ich dachte, man kann das Ding da einsetzen. Ja. Ja, dafür ist es auf jeden Fall nicht gedacht. Also kann das nur hier drüben irgendwo reinkommen? Hier, da haben wir sie doch. Einmal dahin. Komm, einmal dahin. Nein, bitte drinnen lassen. Ich möchte die Ansicht nur ein bisschen ändern. Okay, das Tutorial ist echt easy. Messingkugel. Das müsste irgendwo passen. Da.
Okay, was jetzt? Okay. Vielleicht ist der Code irgendwo im Raum verborgen. Ja. Ja, nice. Jetzt geht's auf Codesuche. Stand da hier vielleicht doch was dazu drinne? Dass das Artefakt zwar von Ytyrum wert ist, aber. Ach, enormen! Das sieht aus wie ein C. Lol. Code. Hier nicht. Was ist das? Kann ich nicht anklicken. Okay. Da haben wir es doch. Seswin. Okay, Seswin. Fertig. Ein Medaillon. Sieht sehr interessant aus. Das sollte ich mir genauer anschauen. Wow. In eine geformte Form passt. Ja, glaube ich auch. Da drüben. Okay. Okay. Und jetzt? Da oben. Hey, geh runter da. Das sieht wirklich aus wie nordische Runenzeichen. Interessant. Das liebe ich jetzt schon nochmal. Also, da hinten haben wir es. Das sieht man schon im Dunkeln. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gesehen habt. Aber ich konnte es auf dem Monitor halt schon sehen, wo das Zeichen war. Hi. War's das schon mit dem Tutorial? Wenn ja, ist das ja richtig einfach gewesen. Och nee, jetzt kommen wieder diese Dinger. Wow. Alter. Jemand mit Epilepsie dürfte sich das nicht angucken. Und es gab keine Warnung dazu, als ich das Spiel gestartet habe. Das ist scheiße. Kapitel abgeschlossen. Das und eine Errungenschaft freigeschalten. Grabräuber. Interessant, ihr seht das nicht, weil ich Spieleaufnahme bin und nicht Bildschirmaufnahme. Ja. Also nochmal zu diesem Blitzteil-Ding. Also jemand, der an Epilepsieanfällen leidet, durfte das Spiel nicht spielen. Das ist scheiße, dass es dazu keine Warnung gab, aber okay. Wenn die Spieleentwickler meinen, die müssen das so machen, okay. Auf jeden Fall, erste Kapitel abgeschlossen. Das war nur das Tutorial. Wenn euch die Folge ein bisschen gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Der ist ganz wichtig für den YouTube-Algorithmus. Lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.